das geht runterdrücken. Einfach weil, weil. Also ich, René, wie viele Karten hast du noch? Musst du noch sagen. Ich habe noch 7 insgesamt, Ja, also aber die eine, die ausliegt, sehen wir nicht. eine ist eben ausgelegt und zwei wirklich schöne feste Schadenskarten verliere ich. Der Andi hat auch noch 6. Rein theoretisch kann ich jetzt eine von den Der Michi hat Schadenskarten, also auch ich habe 6. jetzt eine von den festen Schadenskarten ausgespielt. Die kann ich entweder spielen oder für die Bewegung verwenden. Das entscheide ich dann Okay, quasi während ich habe des doch was Zugs. anderes. Ich habe doch was anderes jetzt. Ich kann den Kultisten vergiften. Na, aber vergiften kann ich nicht. Nein, nein. Achso, ja, es kommen ja Ja. die kommen ja weg am Ende der Runde, wenn er nicht Ja. auf beiden Seiten ist. Vergessen. Na. Also wie schon Adler gesagt, knallt ich drauf. kann rein theoretisch nächste Runde eine Wunde schlagen, wenn Ja, aber die ich... kommt auch wieder weg. Ja, Wenn es deswegen so habe ich aussieht, dann müssen gemeint, aber wir auch Wunden könnt ihr schlagen. noch. Das meine ich. Ja. Kannst erst nach einer Long Rest, also. Du müsstest bis übernächste Runde warten, René. Naja, wieso? Du kriegst jetzt die Karten vom Hardmat zurück, oder? Nein. Naja, Wieso kann doch. das... Ja, Achso, du doch. kannst das wegen der Dings, wegen der Waffe. Ja, es tut mir leid. Ja, klar. Nein. Michi, ich gebe dir die Karten zurück, ja? Okay. Du bist spät dran, sagst du? Nein, ich bin früh, ich kann auch später, ne? Ich bin früh dran jetzt eigentlich. Das Problem ist, du, ich kann nicht allzu früh dran sein. Ich kann Ja, ich muss ja halbwegs. vor, ich muss ja vor dir dran sein, dass Ah die ja, das zwei stimmt. Karten, die ich ausliegen habe. Entschuldige. Ja, Denkfehler, ja. Ja, und ich möchte mich zwei Felder bewegen. Und du bist früh dran, sagst du. Ich bin früh dran und bewege mich zwei Felder. Ja, ich hoffe, wir verstehen unter früh dasselbe. Also Boah, ich glaube. früh Der Michi ist nicht ist. da, Andi. Nichts gegen dich, Andi. Warte, ich muss. Also für mich ist früh alles unter Andi, 30. müssen wir zwei uns eigentlich absprechen? Ich hoffe doch. Auf dem Andi? Weg zum Kultisten werde ich einfach einen Living Spirit mit. Aber zum Kultisten komme ich jetzt nicht hin. Ich hoffe, du bleibst nicht hier stehen. Ich schaue, dass ich nach dem Living Spirit rankomme, weil ich bin darauf angewiesen, dass er zumindest ein Feld in meine Richtung geht, sonst erreiche ich ihn nicht. Okay. Das könnte problematisch sein, weil ich bin eher früh dran und ich muss hier zum Stehen kommen, weil sonst kann ich den Kultisten nicht angreifen. Ja. Na gut, er geht dann sowieso zurück, er ist dann noch weiter weg. Das meinte ich. Aber wenn du willst, kann ich eher spät dran kommen. Könntest du jetzt einen Fernkampfangriff, wenn du einen Fernkampfangriff hast, wäre es eine Möglichkeit, den jetzt einzusetzen. Was? Mit René, dass er einen Fernkampfangriff einsetzen könnt. Ja, ich greife eher einen, ich mache eher einen Fernkampfangriff, aber Achso. ich überlege nur, ob ich eher früh oder eher spät dran bin. Aber ich Du, werde von der einfach, Zeit her, Andi, ich das werde es macht einfach keinen so Sinn. machen, ich werde es so machen, dass ich möglichst spät dran bin. Nur das Problem ist, sie werden nicht auf uns zukommen, weil die haben alle einen Range irgendwas. Und letzte Runde sind sie nur deswegen Achso, auf uns zugekommen, weil sie Range ja. minus 1 hatten. Alles klar, Wenn der ja. Range 0 hat, dann, ja, dann kommt er auf Hier uns zu kommt ihr nicht einfach. mal in den Raum Ja, hinein genau so momentan. ist es. Sehe ich gerade. Was? Ihr kommt ja. Achso, mit Jump kommt ihr schon in den Raum hinein. Du, dann Ja, wir geht müssen einfach nach den Living vor. Spirit müssen wir einfach wegräumen. Oder Dann geht ignorieren. er einfach vor. Naja, ja, aber wie soll man ihn ignorieren, wenn wir über ihn drüber müssen, Hartmann? Mit Jump. Okay, werde ich machen, sobald ich einen Jump habe. Kannst du den Kultisten jetzt angreifen, René? Wenn ich dort zum Stehen komme, ja. Also wenn ich da zum Stehen komme, ja. Und ich habe Karten, die mich genau dorthin bringen. Ich Hartmann, meine, es ganz würde eigentlich kurz, auch ganz reichen, wenn kurz. ich da stehe, wenn ich ehrlich bin. Weil von da habe ich Hartmann. auch ein Line of Sight, oder? Okay. Und Ja, zu ihm. hast du. Ja. Ja, na, dann kann ich ihn auf jeden Fall angreifen. Hartmann, musst du neben mir Karten zurückzugeben? Glaub nicht. Ach Ich so. Nein! Ja, ich muss neben dir stehen, ja. Ja, gut, dann stelle ich mich Shit, nicht. ich habe mich verzählt. Hartmann, ich kann ihn nicht angreifen. Ich muss das anders machen. Wir müssen umplanen. Wir müssen. Übrigens, ich glaube, wir sollten uns Zeit nehmen für diese Runde, fürs Weil Planen. ich sehe gerade, ich bin so deppert. Ich habe gedacht, wenn ich da stehe, bin ich drei Felder von ihm entfernt, aber da bin ich ja vier Felder entfernt, gell?
Ich kann auch nicht so weit schießen. Das heißt, er greift diese Runde den Kultisten nicht an. Warte mal. Ja. Also ich nicht. Dann wird alles ganz anders offensichtlich. Naja, ich habe nur Range 3. Die einzige Range 4 Karte, die ich habe, habe ich fürs Bewegen vorhin verwendet. Das war ein Fehler. Ich hätte doch die andere zum Bewegen verwenden sollen. Michi, was machst du in dem Zug? Ja, ich bewege mich Richtung Kultist. Greifst du irgendwas an? Der Standard nur. Ohne irgendwas Großartigen. Nein, ich muss dir jetzt die Karten zurückgeben. Das Problem Also, ist nur, nein, ich meine, das Problem ist folgendes, Michi. rein theoretisch könnte ich bis zur Tür gehen, aber da steht dieser depperte Living Spirit im Weg. Und auf der Tür, von der Tür aus ginge es schon. Hast du irgendwas, um ihn zu pushen, Nein. Andy? Das Nein. wäre natürlich supi. Weil erstens einmal könnte man ihn in die Dings, könnte man ihn in die Falle Ich pushen. denke gar nicht rein darüber nach. Ich habe das nicht. Ja. Michi, ganz abstrakt, hast du irgendwas Push-Pull-mäßiges noch auf der Hand? Na. Das ist schlecht. Ah, die Falle müssen wir eigentlich nutzen auf beiden Seiten und wir können es nicht. Also keiner von uns hat irgendeiner Push oder irgendeiner Pull. Nö. Das ist brutal. Ich sag dir jetzt, was mein Plan ist, ja. Ich werde relativ genau noch zu ihm hinkommen, werde einmal einen massiven Angriff starten können. Einen wirklich massiven Angriff auf ihn. Und ich. Das heißt, das wäre auch gut, dass da Andi dann auch seinen massiven Angriff starten kann auf ihm, wenn wir Aber es nicht nämlich jetzt, gleichzeitig machen. aber nicht diese Runde, oder? Nein, wir müssen ja zu ihm bis der Angriff. Also Ich doch glaube, eine das wird Long erst Rest dazwischen machen. übernächste Runde überhaupt erst. Ja, richtig. Übernächste Runde. Das Problem ist, wir müssen die Living Spirits bis dahin auch überleben. Richtig. Wenn der noch einmal sowas zieht, ist noch ein Living Spirit dabei. Die machen ganz schön Michi, Rums. wir haben nämlich ein Problem. Wenn du vor mir dran bist und dich reinbewegst jetzt, dann bist du eben nicht neben mir, dann kann ich dir die Karten nicht zurückgeben. Du musst jetzt hier bleiben. So, okay, dann bin ich. Naja, dann lass das die Runde. Ja. Nein, dann tue ich jetzt lieber Karten sparen und schau, dass ich noch länger durchhalte. Ist wahrscheinlich eh besser. Ja, dann heil mich vielleicht. Na, du, ich hab. Naja, doch, das könnte ich, ja. Ja. Aber ich würde lieber ehrlich gesagt den Living Spirit angreifen. Dann greifen Living Spirit an, ist auch Dann okay. kann ich dich aber nicht rein. Ja, ist okay, ist okay. Wen würdest du jetzt angreifen? Ja, ich stelle mich daher Ja. und werde eine Bist ein Karte haben, Zweier. mit der ich retaliate. Ah ja. Also, Entschuldigung, das darf ich eigentlich nicht verraten, Ja, aber aber ja. das hilft aber nichts, weil die Living Spirits werden sich wegbewegen von dir Ja, beim Nahkampfangriff. ja, muss ich machen. Du kannst sonst nichts machen. Ja, ich kann eine Fernkampfattacke auf die starten mit Disarm, ja. Nur dann Ja. verliere ich die Karte. Okay, das wollen wir nicht, ja. Nein, war Andi, nicht. nein, aber wir können Ja? das Weil die machen. das jetzt gerade gesagt haben, kommst du daher mit deinem Move? Ich könnte auch dahin gehen. Na, da ist blöd. Wenn du Weil ich daher wüsste nämlich nicht. gehst Ja. und vor den Spirits drankommst, bewegen sie sich weg von dir. Das heißt, sie würden daher gehen. Verstehst du, Das was ich klingt. meine? Was Ah, bringt das? Das ist super, René. Und dadurch würde die Tür frei werden und ich könnte mich auf die Tür stellen und könnte den Kultisten angreifen. Das klingt nach einem Plan. Also, um da hinzukommen, müsste ich eine Karte losten. Das klingt nicht super. Das klingt nicht gut. Na, nein, Nein, ich kannst du. müsste Nein, nicht unbedingt Le eine losten. Ich Le würde das Leute, er so könnte sogar schaffen. eine losten, weil er hat viel mehr Karten als wir alle. Also. Weil ich habe eine Bewegung, die mich bis zur Tür bringt. Von der Tür aus kann ich den Kultisten angreifen. Die Tür ist noch Aber dafür offen, muss oder? eben die Tür frei sein.
Das heißt, es wäre schön, wenn du daher gehst, dann kann ich daher fahren und kann ihn fertig Ja, machen. ich gehe dahin. Ich lasse deine Karte und ich gehe dorthin. Gut, und ich schaue, dass ich möglichst nach dir dran bin. Das heißt dann, René, dass ich jetzt auch angreifen sollte, gell? Ja. Weil du wirst den Kultisten jetzt Ja. festhalten. Aber ich kann erst spät drankommen, Ich wenn ich bin das auch mache. spät dran. Michi? Okay. Aber ich bin ziemlich spät dran, also schau, dass du wirklich spät bist. Also, ja, ich meine, ich habe nicht wirklich viel Karten, die später dran sind, als die, die ich jetzt setze. Ja. Also meine Und großen ich habe noch immer Movements die Dings, ich sind habe noch immer einfach die sehr Stiefel, ich eingeschränkt. kann noch einmal die Initiative um 10 absenken, wenn ich will. Okay. Oder erhöhen. Ja, aber um ehrlich zu sein, ich will. Das Problem ist, du solltest trotzdem vor den Dings dran sein, weil sonst kämpfen sie nicht mehr gegen dich. Also ganz zu spät würde ich versuchen, nicht dran zu sein. Also wenn ich dann nach vorne gehe, dann kann ich nur spät drankommen. Ich kann nicht früh Du hast zwei drankommen. Karten, wieso legst du nicht die andere links? Ah, die sind beide hoch. Okay. Ich komme eh so früh dran, wie es geht. Okay. Also wenn ich den großen Schritt machen soll, meine ich. Ja, okay. Ja, nein, ich meine, ja, ich kann auch Ja. nichts mehr sagen. Ja, genau, so ist es. Ich kann, ja. Das Einzige, was ich dazu beitragen kann, ist, dass ich sehr spät dran komme. Das heißt, der Andi wird jetzt auch Na, drankommen. warte mal. Warte, ich habe noch ein Problem, sonst Übrigens, geht es es ist so noch ein nicht. Risikofaktor. René, es ist noch ein Risikofaktor. Ja. Wenn die Living Spirits eine Karte ziehen, wo sie nicht angreifen, Ja, das ist problematisch, ich und weiß. dann haben wir, weil dann schaut es ganz schlecht aus. Naja, dann müssen wir die Karten halt irgendwie Anders nutzen, ja. anders nutzen. Ja, stimmt, ja. Michi? Der ist AFK. Okay. Nee, das kann ich nicht machen. Was? Weil dann ist meine Karte mit meinem hohen Angriffswert weg. Du Geht meinst auch die du nicht. brauchst, um den Kultisten zu killen? Ja, das Killen. ist natürlich Killen ist problematisch, ein das großes stimmt. Wort. Ja. Ich glaube, wir müssen es gemächlicher angehen. Ja, Das heißt, geht nicht. Es geht einfach auf nicht. beiden Seiten, was vielleicht eh nicht schlecht ist, schauen, dass wir Karten sparen und dass wir jetzt auf die Living Spirits einhauen. Weil ich fürchte eh, dass uns die Living Spirits sonst zerlegen würden. Wir haben nämlich zwei Optionen im Wesentlichen. Auf beiden Seiten ganz blazing, also voll rein, die besten Karten raushauen und losten und voll auf den Kultisten draufhauen und ihn so schnell killen, wie es geht. Das ist die eine Variante, aber die geht offenbar nicht. Und die andere ist wirklich Karten sparen, so lange durchhalten, wie es geht und uns mal den Weg freikämpfen überhaupt zum Kultisten, indem wir die Aber Leute. die beschwören ja wieder neue, oder? Das ist nicht jede Runde. Außerdem, da verliert er halt zwei Leben. Außerdem. Ja. Ich Ja, weiß nicht, ob genau. das klug ist. Das mit Bomben und Granaten rein. Ich meine, ich werde Nein. meinen Zug sowieso Nein. so machen. Ich kann den Zug so auch machen Offensichtlich können wir eh nicht und anders, es ist langsamer angehen. umsichtiger mit meinen Karten umgehen. Das sage ich jetzt einmal so, wie es ist. Michi, du bist AFK, oder? Oder bist du da? Michi ist AFK. Ja, nein, wir müssen langsam vorgehen jetzt. Schaut ihr halt, dass ihr die Living Spirits angreift und die Tür frei bekommt. Du, Wenn die ihr heilen sich, die könnt, dass ihr Living den. Spirits. Die haben die nicht so Sieht eine aus. Heal-Karte? Achso, die kommt ja erst, verstehe. Das war. Na, die Okay, Karte ist ja. weg. Also ich hoffe, die heilen sich nicht. Gut. Im Gegenteil, die Chance ist eher höher, dass sie sich jetzt nicht heilen. Ich meine, das Problem ist halt die Shield 3 und Shield 2. Ja, Die das müssen wir Schild halt ist durch. Schade, dass deine echt Pierce-Karte jetzt weg mühsam. ist. Die wäre toll Ich gewesen. habe noch eine Pierce-Karte, aber ich komme nicht Naja, für hin, das dich ist jetzt das nicht so. Problem. Außer brauchst Ich du habe den eine Wind. Pierce-Karte, wo ich keinen Wind brauche. Und die ist auch kräftig, aber ich müsste bei ihm stehen und ich komme nicht hin. Naja, sie kommen auch nicht zu dir. Ach. Du hast die falschen Stiefel. Ja, kann sein. Übrigens, Andi, vergiss nicht, dass du den Steel Ring noch hast. Ja, ich weiß. Was macht der Steel Ring? Nimm 4 Schaden. Also 4 Schild kriegt er für einen Angriff.
Nachträglich. Das ist nicht. So wie wir spielen auf jeden Fall. Okay. Ich weiß nicht, sollten wir dann vielleicht irgendwann mal aufhören. Wir werden heute sicher nicht mehr fertig werden. Ne, fertig werden wir sowieso nicht, aber machen wir nach dieser Runde überhaupt noch weiter? Ja, nein, ich hätte es auch so verstanden, dass wir diese Runde das letzte machen. Mhm. Oder schauen wir mal. Ich weiß ja nicht, wann, wo der Michi jetzt ist. Es ist einfach zu spät. Wir haben ursprünglich gesagt um 9. Na, dann fangen wir erst um 10 an. Es ist schon recht. Nach 10. Na, wir spielen immer von 10 bis 12. Das sind 2 Stunden, das finde ich eh recht angenehm. Ja. Mal abgesehen, es tut mir leid, ich kann, also es ist echt nicht besser gegangen. Die Anke ist heute auch erst um 9 heimkommen. Ja. Das heißt, ich habe dann noch. Ich habe dann noch. Mit den Kindern halt nicht anders. Das, ich an und für sich geht sie. Geht das normalerweise schon, weil meine, die Kinder gehen halt um 9 ins Bett, aber dann bringe ich sie noch ins Bett und das dauert etwas länger. Und ich meine, sie sind mittlerweile auch so alt, dass ich sage, meine Güte, dann sind sie halt erst um 9:30 im Bett. Wir leben noch. Ja, super. Puh. Du lebst noch oder deine Kinder noch? Folgendes. Ja, alle. Wir haben entschieden, wir werden auf beiden Seiten, oben und unten, langsam vorgehen. Also keine Karten jetzt opfern. Und wenn auf jemanden dann jetzt auf die Living Spirits drauf haben, wir erreichen den Kultisten oben einfach nicht sicher genug, und sind unten auf ihn drauf zu haben. So. Und ich bewege mich trotzdem 2 Felder jetzt rein. Warte, eine Frage habe ich an dich, Michi. Die wirst du wahrscheinlich mit Nein beantworten, aber sicher hat eine von deinen beiden Karten vielleicht einen Fernkampfangriff dabei. Ja, aber ich will die Karte los. Dann würdest du eher das wollen. Also ich will echt nur rein. Wie früh bist du dran, Michi? Früh. Nicht extrem früh, aber früh. Ich habe jetzt meine Sachen geändert und wenn ich vor dir dran bin, kann ich dir, bevor du dich wegbewegst, deine Karten zurückgeben. Achso, nein, dann das ist unsinnig, weil dann hast du ja die beiden Karten noch nicht verwendet. Ja. Okay, weg damit. Nein, das muss ich nicht machen. Ja, das mache ich anders. Und zwar so. Ich bewege mich jetzt einfach stetig auf den Kultisten zu, dass ich so schnell wie möglich vor ihm stehe. Ja, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Das klingt fast schon gefährlich. Nein, es ist gefährlich, aber ich habe einen Plan. Schauen wir mal, was bleiben wir für Karten. Wie weit bewegst du dich eigentlich, Andi? Ja, bis hierher nur? Ich habe nur 2 Felder, ja. Moment, wollen wir weiter. Ich werde mich möglicherweise dann auch nur 2 Felder bewegen. Weil ich kann dann nämlich die beiden Living Spirits zumindest angreifen mit einem einfachen Angriff. Der macht zwar nicht so viel Schaden, aber mit etwas Glück, wenn ich doppelten Schaden hebe. Aha, das ist nicht etwas Glück. Was? Das ist nicht mit doppelten Glück. Schaden, mit doppelten Schaden würde ich schon, würde ich sie schon umbringen. Aber das wäre schon mit plus 2 und mit plus 2 glaube ich, dass ich den hinteren. Na, könnte ich sie nicht gut umbringen. Wir drehen um die Karten, oder? Nein, nein, warte noch. Ich habe meine noch nicht. Du gehst eine Tür hinein, Michi, gell? Geh rein, ne? Ich gehe aber nicht auf die Tür, sondern ich gehe weiter rein. Ne? Ah, okay. Das heißt, ich kann die Tür besetzen. Ja. Gut so. Ja, kannst du. Okay, dann habe ich es jetzt auch. Geschafft? Ja. 18. Ah, ich habe noch was vergessen zu sagen, aber egal, weil ich hier kann ich nicht beeinflussen. Nein, du hast eh nur noch 2 Karten. Bitte sag mir, Andi, dass 18 nicht spät ist. Nein, es ist nicht spät. Okay. So, Living Spirits. Wir haben ja gesagt, es ist jetzt im Wurscht. Wir kommen mit 22 dran und maddeln uns. Aber haben einen minus 1 Angriff, wenn man irgendwas Positives findet. Und die Kultisten, also die Propheten. Oh ja. Ja. Worst case? Worst case, ja. Hey! Hey, wir kommen dem Sieg näher. Sie machen sich wieder 2 Schaden. Ist das toll? Ah, und ich hätte die andere Karte hinlegen sollen. Ich ärgere mich jetzt aber. Ich hab dich gefragt, Hartmann. Beschwören die? Nein.
Ja. Nur zu 25%, so. Vielleicht haben sie zwei davon drinnen. Dann wären es 25%. Ja, sie haben zwei davon drin. Du hast 18 und 27, aber 18 und 34, also bist du vorher dran. Cool. Nun gut. Mache ich. Geh nach vor mit Eye for an Eye. Und dann, wenn die grüne Hand weggeht, Spear Dagger. Mit Spear Dagger schieße ich. Geh nach vor. Die Frage, auf welchen Weg von beiden ich schieße. Auf den normalen. Ich ja. glaube, das bringt mehr. Ich glaube, der René ich auch. Auf den Elite drauf. Aber willst du nicht vielleicht daher warte gehen mal, warte und ich gehe dorthin, wo du hingehst? René, was ist dein Plan? Wo soll ich hingehen? Ja, kann ich René, ich würde ganz gern da eben dahin gehen, wo ja, du jetzt bist. Was machst du dann? Naja, ich mache den Forked Beam einfach auf die 2. Ja, Andi, damit, das heißt, du musst eine Elite angreifen. Gut, dass Leute, ihr müsst euch schon selber abstimmen. Wieso? Weil der Andi jetzt vorhatte, den normalen zu killen. Das wird dein Forked Beam natürlich entwerten. Ja. Aber. Greif den Elite an, Andi, bitte jetzt. Gut, greif den Elite an. Der Kater hat er gezogen, er braucht es zum Umdrehen. Er macht einen Sauer. Ein Schaden. Er macht einen Spear Dagger, er bringt ihn nicht um. Auch den normalen hätte er nicht umgebracht damit. Hartmar, was redest wenn er du? Plus 2 oder mal 2 zieht, dann schon. Ja, schon, aber das ist unwahrscheinlicher, als dass er jetzt noch ein drittes Mal Living Bones zieht. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, ist für ungut, aber. Ich habe Nummer 1. Bei mir habt ihr euch vorhin aufgeregt, dass ich gesagt habe, mit etwas Glück kann ich den einen umbringen. Ja, aber egal. Das erste ist ein Faktor, den können wir nicht beeinflussen, aber das zweite können wir beeinflussen, also beeinflussen wir es. So, ich bin dran. Ich verwende die Oberhälfte von Toxic Bolt, um Erde zu erzeugen. Finde ich gut. Dann mache ich einen Angriff 2 auf den normalen Living Spirit Nummer 2. Ich ziehe und mach mal Feuer auch noch. Gepoisoned ist er nachher auch gleich. Ja. Und minus 1, er macht keinen Schaden, aber er kriegt Gift für den Angriff, den er mich hier gleich macht. Ich ziehe jetzt noch auf die Tür. Jetzt ist der Michi dran. Ich verwende die untere Hälfte von Blunt Force. 2. Down. Ja. Lass ich verfallene Karte. Nein. Warte, was sind die beiden Karten? Entschuldige, wenn ich jetzt so. Du hast die untere Hälfte von Blunt Force verwendet? Ja. Frostful Storm verwendest du nicht. Nein, doch. Was? Mach einfach einen zweiten. Das ist schon ewig offen. Übrigens hast du gerade vorher gegessen. Nein, das ist schon ewig offen. Da habe ich immer wieder mal auf andere Züge gemacht. Ein paar habe ich davon gegessen. Ja, aber dann ist es wieder offen. Ja, ist immer, ja. Okay. So. Die Einwände? Nein, das passt schon. Die Living Spirits sind dran. Es fängt Elite Nummer 1 an, der fokussiert den Brute. Braucht sich dafür nicht bewegen. Brute nimmt einen Marble und er greift dich mit Angriff 3 an. Ich ziehe. Minus 1, 2. So, als nächstes kommt dran Living Spirit 4. Das ist die Elite auf unserer Seite, die greift mich an, weil ich vorher dran war. Warte, ich habe ein Shield. Kriegt nur einen Schaden und geht dann ein zweiter. Ja, ich kriege auch einen Angriff 3. Und das ist minus 1, ich kriege 2 Schaden, die ich nehme. Und das 9. So, jetzt kommt Nummer 2 dran. Das ist der normale bei euch.
Nein, das ist der normale bei uns. Der will mich fokussieren, weil er neben mir steht. Dafür geht er ein Feld zurück, damit er Disadvantage vermeidet. Und greift mich mit 3 minus 1, ist mit 2 an. Ich ziehe. Plus 1, ich nehme 3 Schaden. Während auf 6. Okay. Und jetzt kommt noch Nummer 3. Der hat eine Reichweite von 3. Das steht da gut, um Andi anzugreifen. Mit minus 1 ist ein Angriff von 2. Ein Patzer. Andi nimmt keinen Schaden. Wir sind beide muddled, Andi. Ja. So. Das waren die Living Spirits. Und mit 63 sind die Kultisten als nächstes dran. Überleben auch? So. Ich gebe ihn. Ja. René, ich nehme die Kultisten, die du gekillt hast. Die werden nämlich. Nein, die brauche ich nachher noch. Um zu beweisen, dass ich sie gekillt habe. Ja, wir merken es. Das ist so. Super, ist klar. Nummer 4 kommt daher und Kultist Nummer 5. Das nächste Mal ist aber erst nächste Woche. Ja, dann schreibst du ja in eine Note oder irgendwo hin. Hast du vorhin schon welche weggenommen? Sind da nicht mehr gestanden? Nein. Okay, ich schreibe schon mal in Notes. Und diese beiden Kultisten sind jetzt gleich, nicht die Kultisten, die neuen Living Spirits sind gleich dran. Erstmal verlieren die Kultisten 2 Leben. Habe ich schon gemacht. Und jetzt sind diese beiden Living Spirits noch dran. Echt? Ja. Der Vierer. Was? Der Vierer und Fünfer? Vierer und Fünfer? Stimmt was nicht. Ja, das war's dann. Mehr Kultisten können wir nicht mehr haben. Ja. Blödsinn. Da habe ich einen Kultisten genommen. Living Spirit brauche ich. Wir haben die. Wo sind die? Hat der Michi gekillt? Es gibt keine Living Spirits mehr. Nein, ich hab unabsichtlich Kultisten hingestellt, aber es kann Living Spirits hin. 5 und 6. Der Kultisten kann sich der René wiederholen. Ich glaube, die habe ich jetzt vom Andi weggenommen. Also, Andi, wenn du killst, zählst, du hast da 2 Kultisten noch. So. Nummer 5. 2 Kultisten? Was jo, meinst du? Du hattest 2 Kultisten gekillt, die habe ich weggenommen von deinen Killen. Achso, also. 2 Living Spirits. Spirit, entschuldige. 2 Living Spirits. Also Nummer 5 greift mich wieder an mit Angriff 2. Ich ziehe. Alter, wieder 3 Schaden. Das schaut jetzt nicht mehr gut aus. Runter auf 3. Und der steht schlecht. Aber er kann sich 2 bewegen, um in Reichweite zum anderen zu kommen. Super, ihr kommt dann nie wieder rein. Naja, oh ja, wir müssen uns nur für die Tür stellen. Mit Angriff 2. Du kriegst einen Schaden an dir. Mhm. Und. Das heißt, ich krieg eine Erfahrung. Und die ist weg. Und die Elemente Erde und Feuer gehen auf Waning. Ich bin noch dran. Oh, entschuldige. Okay, dann geht sie nicht auf Rennen. Aber es kommt dann noch Feuer dazu. Also Rennen. Achso, nein, Feuer kommt nicht dazu. Ja. Ich mache ja nicht den Brutalo-Angriff. Ich nehme die untere Hälfte von Fire Orbs, mache eine Dreierbewegung und die obere Hälfte von Forked Beam. Die Dreierbewegung mache ich hierher. Und den Forked Beam mache ich auf den Living Spirit 1 und 3. Das sind 2 Vierer-Angriffe. Eagle-Eye Goggles? Weil ich ja. Nein, keine Eagle-Eye Goggles. Warum nicht? Na, weil ich die für den Kultisten aufheben will. Ja, aber wenn du die Tür nicht freiräumst, wird das schwer werden. Naja, okay, ich setze die Eagle-Eye Goggles ein, was soll's. Also ich muss sowieso wieder Long Rests machen, das passt schon. Du so, kommst durch. Du kannst doch die Stamina Potion gleich einsetzen, René. Was? Ich kann springen. In meiner Stamina Potion solltest du auch dann. Ja, die werde ich dann eh gleich einsetzen, aber trotzdem muss ich irgendwie noch eine Long Rest machen. Es wird sich nicht. Genau. Gut, ich gehe bei dem Tracker um 2 runter und ich mache 2 Angriffe. Ich mache zuerst den Elite-Dings.
Ich habe einen 4er Angriff. Das ist 5, beziehungsweise. Ah, wir kriegen Dings. Aber ich mache 6, das heißt 3 Punkte Schaden. Kriegt der Elite. Bitte sag mir, dass ich ihn damit gekillt habe. Hast du ihn gekillt? Ach, das ist gut. Leg meine Münze hin, weil der war nicht beschworen. Mhm. Und macht's Eisenergie. Mhm. So, und dann den. Den. Wie heißt der? Den Dreier Spirit. Einmal nix und einmal minus 2. Wow! Okay. Beide ja, dann mache ich 4 minus 2 sind 2 Punkte, also kein Schaden. Wow, das war Pech. Du kriegst ja noch eine Erfahrung. Nein, du kriegst 2 Erfahrungen. Eine ja. von Crackling Air ja. und eine von Fog Beam. Ja. So, jetzt gebe ich dir Elemental Frailing. Dafür hast du Eis und Feuerrennen. Ja, ich weiß. Das ist recht praktisch. Und ich setze im Übrigen gleich die Stamina Potion ein. Mhm. Und hol mir die Impaling Eruption zurück. Ah, bitte. Achso, warte mal. Wo sind die anderen? Die liegen noch oben, gell? Zwei liegen noch oben. Und den Fire Orb. Und den Forked Beam lege ich ab. Dann habe ich die zwei Brutalo-Angriffe, vor allem auch den einen, der 4 Felder weit schießt. So. Ich habe noch eine Note für alle hinterlassen für nächstes Mal. Ich habe jetzt schon meinen 8. Kill. Möchte ich an dieser Stelle nur kurz sagen. Mhm, gut gemacht. Michi? Mhm. Der Wundplan wird. Ich halte ihn nicht für gut, weil er braucht noch 2 Runden. Und die Wunden, die wir zufügen, das ist 1 pro Runde, so viele Runden werden dann nicht mehr sein, bevor es aus ist. Ich bin sehr stark, aber ich werde nächstes Mal auch noch probieren, dafür, dass du jetzt eine Shortrest machst und keine Longrest. Kann man die Karte nicht aussuchen, wenn ich die falsche Karte wegschmeißen muss, dann haben wir ein Problem. Ja, aber du darfst einmal noch einmal ziehen und einen Lebenspunkt verlieren. Ja, ist auch also schlecht. Wenn du genau diese eine Karte ziehst, ja. Schau, ich habe nur noch 3 Leben. Ich habe jetzt alles getankt in der Runde. Und wenn du eine Long Rest machst, das ist das nächste Problem, schlucke ich wieder alle Angriffe und das kann ich nicht mehr. Ja, wurscht, wir entscheiden. Warte, bis nächstes Mal. Leg das noch nicht hin, den Marker, bitte. Nicht, dass du dich nicht so festlegst. Du musst nächstes Mal nochmal durch überlegen. Okay, ich speichere es an der Stelle jetzt ab. Es ist eh mitgemacht. Ja. Ja. Und ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Ich glaube auch, dass wir dieses Mal. Ich glaube, diesmal scheitern wir. Ja. Das schauen wir uns noch an.